Hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge Monkey of Dinosaurs. Ihr seht schon, ich habe hier offscreen ein bisschen weiter gemacht und das Gehege ist schon fast fertig, ne? Was fehlt noch? Genau, es fehlt noch ein bisschen Glas, eine Tür, die Rückwand, ein bisschen Fahne und noch ein paar Grasblöcke, die noch wachsen müssen. Ich glaube, da müssen wir es vielleicht noch ein bisschen heller hier machen. Ansonsten, ja, kommen keine Grasblöcke. Und Grasblöcke sind ziemlich wichtig, deswegen immer schön alles ausleuchten. Weil mit Dreckblöcken sieht das echt hässlich aus, ganz ehrlich. Hier sind es schließlich auch nur Grasblöcke. Auch wenn man es nicht sieht, da ja der Farn darüber ist. Ich habe nur deswegen den Farn gemacht, falls mal überall Dreckblöcke sind. Dann ist es einfach nur Farn. Ja, und hier war ich auch im Überlegen, ob ich das zwei breit mache mit dem Glas, aber ein Block breit reicht das eigentlich. Und oh nee, ey, schon wieder ein Ei. Aber ich habe jetzt keine Lust drauf. Wir lassen die Velociraptor eigentlich mal ihr Ding treiben. Ja, wenn die meinen, die müssen das machen, dann, ja, dann mach das auch einfach mal, ne? Dann mach das mal, meine lieben Velociraptoren. So, wir wollen dann aber auch nochmal ein Baby-Petri nehmen. Weil wir ja noch einen neuen Flugsaurier brauchen, ne? Wir wollen ja demnächst mal wieder fliegen, deswegen, ja, so schnell wie möglich einfach mal einen neuen Flugsaurier. Das heißt, einen neuen kleinen Baby-Petri. Es wäre jetzt schon Petri der 11., ne? Also, wie gesagt, ich nenne die Flugsaurier irgendwie immer Petri, ich weiß. Aber so kann man sich das eigentlich auch am besten merken, weil er stirbt einfach so oft, wenn wir immer einen neuen Namen nehmen würden. Puh, das wäre jetzt ganz schön anstrengend. Deswegen einfach mal Petri. Petri der Erste, Petri der Zweite. Ich glaube wirklich, ist es schon der 11., ne? Kann schon, dass es schon das 24. ist, aber müsst ihr mir mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, wie viel das schon ist. Der 11. bestimmt, ne? Ich habe keine Ahnung. Aber auf jeden Fall nicht der Erste. Also es ist schon mindestens 5. Mindestens 5 hatten wir schon. Mindestens 6 sogar. Und ich würde sogar schon mich trauen, ich würde mich sogar schon ins hohe Fenster lehnen und sagen, wir hatten schon mindestens 7. Aber ich kann es nicht genau sagen. Ich würde einfach mal so sagen, der 11. jetzt einfach so. Petri der 11. Weil wir einfach mal beim letzten haben wir gesagt, Petri der 10. Also sagen wir einfach mal Petri der 11., ne? Petri der 11. So, Petri. Dann werden wir dich jetzt hier spawnen lassen. Ne? Hier, wie schon deine 10 Verwandten vor dir. Ne? Wir sehen schon, das geht ganz schön schnell. Und jetzt will ich auch mal versuchen zu fliegen. Ne? Kann ein Mensch fliegen? Das ist die Frage. Und ich sage, ja, Mensch kann fliegen. Ich kann auch fliegen. Ich kann auch fliegen und... Nein! Doch, ich kann fliegen. Tatsächlich. Aber auch nur mit der Hilfe meines Hanggliders, ne? Ansonsten kann ich leider nicht fliegen. Nicht wie ein Petri. Aber dieser Hanglider ist eigentlich schon ziemlich geil. So, wenn wir das uns mal angucken. Hier sieht das von außen. So sieht das von außen aus. Was fällt uns da sofort auf? Das sieht komisch aus, ne? Das müssen wir einfach mal abdecken. Schön mit Abdeckstift so, ne? Nee, also da braucht man wirklich noch, ja, einfach mal ein bisschen Dirt. Dirt. Dirt, 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 dirt. Ne? Nimm einfach mal ein bisschen Dirt. Und schon kann man das Ganze so aussehen lassen, als wenn hier gar nichts wäre, ne? Einfach ganz schön überdecken. Also sieht schon, so geht das einfach ganz einfach, ne? So geht das einfach ganz einfach, ja? Meine Wortwahl, die ist wieder super. Ah, so. Ja, aber ihr merkt schon, so kann man es eigentlich schon recht leicht kaschieren, ohne dass man weiß, dass hier irgendwas ist, ne? Und es fühlt sich gerade ziemlich pickelig an. Pickelig? Pixelig, auf diesen Blättern rumzulaufen. Die stechen total. Warum auch immer. So, wir sollten aber auch gleich wieder nach oben. Nicht, dass Petri ohne mich schlüpft. Das wäre fatal. Wobei, ich glaube, sowas würde Petri nie machen. Ne, das würde er nicht machen. Er würde es nicht wagen, ohne ja, zu schlüpfen, ohne dass ich dabei bin. Ne? Aber jetzt schon ein bisschen Dreck brauchen wir noch. Und dann würde man davon auch gar nichts sehen. Ne? Aber das ist schon mal gut zu wissen. Zum Beispiel hier... Ja, das sieht man sofort, ne? Hier ist ein schöner Tunnel. Den müssen wir auch nochmal irgendwann erweitern. Und vielleicht sollten wir auch nochmal hier so eine Leiter hochmachen, weil ohne Witz, so leicht kommt man hier nicht hoch. Da muss man wirklich die ganze Zeit wandern. Entweder man nimmt die Minecart-Bahn, die ich genommen habe, dann muss man wieder nach unten gehen. Oder man macht ja einfach so den Wanderpfad, ne? Oder den Wanderpfad, den wir hier gemacht haben. Den Wanderpfad, Wanderpfad. Ahaha, Wortspiel. Badum, tsch. Naja, also ihr merkt schon, ich habe immer Witze auf Lager. Aber hier sollten wir vielleicht echt nochmal so eine kleine Leiter machen, dass wir hier einfach leichter hochkommen. Ah, müssen wir mal gucken. Wir sehen schon 90%. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Er schlüpft gleich das Ei. Ein neuer Petri erblickt das Licht der Welt zum 11. Mal oder so. Naja, Petri. Da ist er, ein neuer Petri. Hallöchen. So, Petri, und du kommst mal aufs Follow. Und dann folgst du uns. Du lernst jetzt schon zu fliegen jetzt. Wir bringen ihm das Fliegen bei. Kommst du mit? Genau. Komm, Petri, wir lehren dich das Fliegen. Und springen! Folgt er uns? Nö, der bleibt einfach nur stehen.
Will er uns trollen? Petri, das ist kein Let's Troll. Das war eigentlich ernst gemeint. Wir wollen dir das Fliegen beibringen. Wir wollen dich schon fliegen lassen, bevor du erwachsen bist. Ja, guck mal, hier ist auf einmal. Ja, hast du gut gemacht. Ne? Hast du gut geflogen, ne? Also, ihr seht schon. Ja, der hat geflogen. Also, der hat sich natürlich nicht gerade einfach nur zu uns teleportiert und hat gescheatet. Nein, er ist natürlich geflogen, ne? Was fällt uns dadurch auf? Petris kann nicht fliegen. Jedenfalls nicht aus eigener Kraft oder nicht als Babys. Die müssen das erstmal lernen. Also Flugstunden mit Askalter, ne? Askalter macht's vor, obwohl er noch nicht mal Flügel hat. Was ich eigentlich cool finde an dem Petri, wenn er klein ist, dann kriegt er noch gar kein Damage, wenn er sich irgendwo festpackt, ne? Das kriegt er erst, wenn er größer ist. Das finde ich ziemlich von Vorteil. Das heißt, wenn ich jetzt wieder so einmal einen auf Hanglider mache und wir fliegen, folgt mir Petri. Ne, Petri muss mir jetzt folgen. So. Bin ich mal gespannt, wie weit Petri kommt. Ich komme auf jeden Fall so um die 300 Blöcke von der Höhe aus. Aber wie weit kommt Petri, ne? Also wir kommen auf jeden Fall bis zur Sandbrücke, das haben wir mal gemessen. Ja, das wird knapp diesmal, das wird knapp, das wird sehr knapp. Das wird sehr knapp, das wird mehr als knapp und... Na, bis zur Sandbrücke ganz kommen wir nicht, aber ungefähr, ne? Und Petri, der ist einfach mal weg. Ja, der hat sich im Flug verlaufen. Hallo, komm zu Gnathos, du musst sterben. Denn hier an der Brücke darf niemand passieren. Das wäre fatal, wenn hier ein Komtur Gnathos rüber würde. Deswegen würde ich sagen, wenn wir die Brücke erstmal dicht machen. Die wird erstmal dicht gemacht, damit hier auch kein Komtur Gnathos rüberkommt, ne? Weil schwimmen können die nicht, die sind viel zu klein dafür. Aber ich will, guck mal, hier sind sie ja schon überall, die haben sich hier überall ausgebreitet, ne? Aber wenn wir mal die Map angucken, die können theoretisch nur über die Brücke aufs andere Festland. Nur über die Brücke können sie darüber. Über nichts anderes. Deswegen. Oder? Ja, nur über die Brücke. Ups. Huch. Deswegen ist es wichtig, dass wir hier diese Brücke erstmal dicht machen. Oder ich weiß auch nicht, ob da schon welche rüber sind, ne? Kann ich nicht genau sagen. Müssten wir theoretisch mal Auskunft schaffen nachher. Suche nach den Komsognathi, weil ich habe keine Lust, dass sie sich überall ausbreiten, ne? Mir reicht es schon, dass sie schon auf meiner Insel sich hier ausbreiten. Aber wenn sie sich überall ausbreiten würden, das wäre echt. Uah. Nicht so lecker. Ah, guck mal hier. So. Na, jeden, den wir sehen, töten wir einfach nur. Einfach nur, weil wir wissen, es gibt so viele. So viele von den Teilen. Da müssen wir wirklich handeln. Und wir haben gesehen, der Petri, wir sind anscheinend aus seiner Reichweite gegangen. Und deswegen konnte er sich nicht zu uns TP'en. Beziehungsweise, ich meine, zu uns fliegen, ne? Deswegen ist er da noch und wartet gerade auf uns. Ne, der ist ja gerade auf dem Berg. Und denkst du, Askalter, komm endlich, Askalter. Ich komme ja schon gleich, Petri, keine Angst. Ne, gleich sollte er da sein, gleich sollte er hier zu uns fliegen. Ja, da ist er, wenn man vom Teufel spricht. Hallo Petri. Ja, die Flugstunde hat dir ja gefallen. Ja, natürlich. Flugstunden mit Petri, ne? Also ihr seht schon, das macht übelst Spaß. Aber Petri, naja, du musst noch ein bisschen was lernen, ne? Ist ja auch erst jetzt 0 Tage alt. Oder, ja, wir müssen mal gucken. Ja, 0 Days, ne? 0 Days ist er alt. Na. Der hat sich gerade auch festgebackt, ne? Hat einen HP verloren. Einen Lebenspunkt. Oh mein Gott, Petri. Ja, aber okay, die anderen Petris, die haben auch. Haben immer richtig viel verloren. Aber auch erst, wenn sie größer wurden. Die kleinen Dinos, das ist immer generell so. Bei den kleinen Dinos, die backen sich nicht so leicht fest wie die großen. Was ja von der Struktur vielleicht auch einfacher ist, ne? So größer ein Dino, desto komischer und verbackter die Struktur und desto mehr backt sich das Teil in den Block rein. Und Petri, wenn du jetzt nochmal stirbst, du hast schon die Hälfte deiner Lebenspunkte verloren. Ey, ohne Witz, dann gibt's Ärger, ne? Deswegen bleibst du jetzt hier stehen. Wenn du meinst, du musst hier sterben, ne? Nee. Immer diese Selbstmord-Dinos. So, wollen wir aber wieder nach unten. Oder beziehungsweise, nee, wir wollen in unser Tal. Zu unserer Kiste. Vielleicht kommen wir da sogar zu unserer Kiste hin. Müssen wir mal schauen. Nein, ich glaube, ich würde gegen den Adler stoßen. Ja, deswegen einfach mal kurz auf den Pfeil wechseln. Und ja, wir kommen zu unserem Kistenlager super hin. Damit ein bisschen fliegen. Ich liebe dieses Flugwerkzeug. Ich liebe es einfach. So, und dann haben wir genug Dirt, ne? Zwei Stacks ohne Witz, das reicht locker. Und damit machen wir das, verdecken wir das dann so, dass wir es einfach nicht mehr sehen können. So, einfach mal hier rüber fliegen. Die Brücke haben wir zwar auch, aber, ach, aber rüber zu fliegen, macht auch übelst Spaß. Ne? Und mein Plan war es ja nochmal so einen riesigen Turm zu bauen, von dem wir quasi von hier auch mal versuchen, ins Wüstengebiet zu fliegen. Ich weiß, das wird vielleicht nicht gehen, aber so ein riesiger Turm, das wäre einfach eine geile Idee. Ein riesiger Turm, von dem man überall hinfliegen kann. Also mit der Maximalhöhe natürlich von 256 Blöcken. Wenn wir mal schauen, der Hügel dort.
ist auf Y-Ebene gerade mal auf Y-Ebene 120, glaube ich, ne? Das heißt, das Doppelte wäre das nochmal. Das Doppelte dieser Y-Höhe. Das ist eigentlich schon ziemlich cool. Wenn wir auf 256 wären. Ho, das wäre schon genial, ne? So, und da können wir dann auch sehr weit fliegen, glaube ich. Zwar nicht die 1000 Blöcke, wie die Strecke lang ist, aber auf jeden Fall schon ein ganz schönes Stück. So, Petri, ja, dann fliegen wir mal weg, ne? Du kannst ja nicht fliegen. Oh, selber schuld. Müssen wir halt alleine fliegen, ne? Und Absturz. Mörp. Nein. Und so kann man auch gerne Fallschaden vermeiden, wenn man in den letzten Sekunden noch den Hanglider macht. Und wir müssen aufpassen, dass man das auch nicht vergisst. So. Zack, zack, zack. Und sieht schon, es fällt eigentlich gar nicht auf, ne? Muss das mal so angucken. Wenn das erstmal wieder zu normalen Dreck geworden ist, fällt das gar nicht auf, dass hier mal, dass hier runter irgendwas ist, ne? Also T-Rex, keine Sorge, du hast gar keine Nachbarn. Das ist alles nur geträumt, ne? Oder siehst du hier etwa einen Beweis dafür, dass du Nachbarn hättest? Also wirklich T-Rex. Der T-Rex, oh, ja. Da sollten wir natürlich nicht auf Gedanken kommen, immer hier ein bisschen Dreckblöcke abzubauen. Ja, das sollten wir vielleicht vermeiden. So. Aber erstmal nach Hause. Erstmal nach Hause telefonieren. Zack. Erstmal ab nach Hause, ab in die Haia. Erstmal muss geschlafen werden. So, das heißt fliegen. Wir fliegen nach Hause. Beziehungsweise ganz nach Hause schaffen wir es natürlich nicht mit unserem Flugtool. Aber bis hier schaffen wir es schon mal, ne? Muss hier nochmal fliegen durch die Ringe, so durch so eine Olympia-Ringe. Sind wir auch schon in unserem Haus und können schlafen. Endlich ab in die Haie. Das tut ganz schön gut, ne? Haben wir zu schlafen. Puh, das ist echt gut. So. Zack. Und schön wieder aufstehen. Und voller Energie geht's wieder ran. Und zwar zu unserem Kistenlager, genau. So, dann wollen wir hier lang gehen. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Ja, kommst du genau zu Fleisch. Tu ich hier rein. Genau, wir lagern das jetzt mal alles ab, ne? Zum Beispiel hier, wenn wir hier sehen, hier sind so viele Sachen drin, ne? Was brauchen wir davon nicht? Die 5 Eier, ganz ehrlich, die brauchen wir nicht. Obwohl, doch für Hühner, ne? Ja, doch. Für Hühner brauchen wir die. Das heißt, die kommen in den Stall. Also ein Hühnerstall. Wir könnten schon nochmal einen separaten Hühnerstall machen, wobei wir brauchen eigentlich gar kein Fleisch, ne? Aber ich werde trotzdem mal diese Eier, die werde ich einfach mal in den Stall hier rein tun. In den Tiere-Tiere-Raum. Ne, genau hier kommen die rein. Eigentlich sollten hier Schweine rein, aber dann kommen da erstmal Hühner rein. Hallo Hühner. Ups. Muss da aufpassen. Oh, süß Baby-Chicken. Auch allein schon der Name, Baby-Chicken. Natürlich voll süß. Aber naja, das sind die Hühner, ne? Sehen wir schon, haben wir ein paar Hühner. Das ist schon mal cool. Ja, kommst du genauso, das heißt, learned how to use chest. Schön für den Komsognathus. Das stört mich allerdings nicht. So, haben wir noch Items, die wir wegtun könnten? Ja, nee. Doch, Legbone, es kommt da nicht rein. Es gehört woanders rein. Und zwar hier rein. Ja, aber ansonsten haben wir eigentlich alles gut gelagert. Können wir eigentlich alles so lassen, ne? Und jetzt bin ich mal faul. Und mit dem Kistenlager, ne? Ich habe echt mal überlegt, ich habe mal gehört, oder ich weiß jetzt, mit den Materialien, die wir haben, wir könnten theoretisch Diamantenkisten machen, ne? Das ist quasi alles wieder nach oben bringen und einfach nur Diamantenkisten hinstellen, ne? Also für jedes Thema einfach 2 Diamantenkisten, und das reicht dann locker, ne? Müssen wir nicht mehr das mit dem Kistenlager machen, weil da muss man nur nach unten klettern und ich bin da so faul. Da habe ich gar nicht gerade daran gedacht, dass ich einfach so faul bin. Oh mein Gott, ne? Ihr kennt mich ja auch. Oh. Wenn ich was machen muss, ne. Da gehe ich lieber schlafen, schön im Minecraft-Bett und wache dann erstmal auf, wenn alles fertig ist, ne? So, aber naja, irgendjemand muss die Arbeit machen, deswegen seht ihr ja auch, ist hier schon so viel gebaut, ne? Ich finde den Dino-Park einfach sowas von genial. Sieht einfach sowas von super aus. Finde ich jedenfalls, ne? Also der hat sich schon echt bewährt, ne? Wollen wir uns ja auch mal hier unseren kleinen Ankylosaurus angucken. Ankylosaurus, ja. Telopedia. Der stand ja letztes One Worm, ne? Und jetzt steht er, ach, jetzt steht er 3 Tage alt. Also jetzt backt es nicht mal rum. Super, ne? Da stand nämlich ein Worm. Also eins warm. Keine Ahnung. Eigentlich steht er immer One Day Old, aber naja. So. Aber okay, das war's dann auch wieder mit dieser Folge Minecraft Dinosaurs. Ich hoffe, sie hat euch wie immer gefallen. Wenn sie euch wie immer gefallen hat, dann schreibt es in den Kommentaren und gebt einen Daumen nach oben. Und ansonsten wünsche ich euch weiterhin viel Spaß. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.